Ich hätte mich gefreut, wenn wir uns heute an der Porta nicht getroffen hätten. Diese schreckliche Tat, die wenige Meter von hier passiert ist, links von uns in der Christophstraße, wurde der Täter gestern nach einer vierminütigen Amokfahrt verhaftet. Wir sind mittendrin und wir stehen an unserer Porta. 1800 Jahre Geschichte. Verzeihen Sie mir, aber ich stelle die Frage nur rhetorisch. Haben wir Menschen eigentlich nichts gelernt? Tod, Morden, auch bei uns in Trier. Liebe Triererinnen und liebe Freunde von uns Trierern und Triererinnen, aus dem Landkreis, aus der Umgebung, Gäste von nah und fern, es ist ein trauriger Tag und eine Nacht hat nicht geholfen. Es ist ein furchtbares Ereignis hier in unserer schönen Stadt, die so beschaulich, immer so wunderbar friedliebend ist. Und keiner von uns hat sich jemals vorstellen können, dass so etwas hier passieren könnte.